Erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem wunderbaren Preis. Herzlichen Dank, der mich sehr, sehr, sehr gefreut hat. Ja, jetzt wäre die Frage, man kommt ja nicht gleich als Kinderbuchautor auf die Welt. Da gibt es ja einen Werdegang. Und wenn man guckt, erstmal so deine Studienfächer, was du studiert hast, VWL und Geschichte und Germanistik, da denkt man jetzt nicht, nee, da wird nicht automatisch ein Kinderbuchautor draus. Und dann Drehbuch, du bist richtig gelernter Drehbuchautor. Also wo wolltest du eigentlich erstmal hin? Also ich wollte schon so mit 13 Jahren, war für mich klar, dass ich was mit Schreiben mache. Mhm. Aber ich komme aus einem Elternhaus, da war das mit dem Schriftstellersein, das schien mir so unerreichbar. Wenn ich dir, ich mir genauso gut vornehmen können, der erste Mensch auf dem Mars zu sein. Es war ein sehr einfaches Elternhaus und da war Schriftstellersein, war so hoch oben irgendwo. Aber ich wollte immer schreiben, deswegen hatte ich geplant, Journalist zu werden. Mhm. Und deswegen das Studium so breit aufgestellt, dass ich in vielen Bereichen als Journalist arbeiten kann und ein bisschen weiß, worum es geht. Und dann habe ich doch irgendwann mal angefangen mit dem fiktionalen Schreiben, mir Geschichten auszudenken. Aber du hast als Journalist auch gearbeitet, genau, ne? Also für die Zeit, WDR Hörfunkgeschichten ja, gemacht und Kölnische Rundschau. Also du warst richtig auch im Journalismus drin. Aber immer als Freier, ich konnte mir Sachen aussuchen oder Themen vorgeschlagen. Ich war, ich glaube, ich kann mir zugutehalten, in meinem ganzen Leben noch niemals fest angestellt gewesen zu sein. Oh, okay. Und irgendwann habe ich angefangen, dann doch mal fiktional zu schreiben und ich kam mit der Filmbranche in Kontakt und dadurch kam dann der erste Einstieg über das Drehbuch, die Drehbuchausbildung und dann die ersten Filme oder Serien. Und der erste Film, das war wahrscheinlich auch nochmal was ganz Besonderes, wenn man das Drehbuch dann richtig realisiert sieht, denke ich mal, absolut. Auf der Leinwand, oder? Das war vor ein paar Jahren schon mit einer Regisseurin, habe ich das Drehbuch geschrieben. Mhm. Das war für einen Kinofilm, der hieß Pommes essen. Der Running Gag war, dass im ganzen Film keine einzige Pommes drin vorkommt. Ach so, okay. Es wird nur Currywurst gegessen, keine Pommes. Da gab es aber keine Romanvorlage. Das war tatsächlich ein originäres Drehbuch für einen Kinderfilm. Und da ist ja später auch keiner mehr draus geworden. Manchmal passiert das ja. Genau, aber das erstens war ja leider nicht so erfolgreich. Okay. Viele Verlage geschrien hätten, wir wollen das Buch dazu. Außerdem hätte mich das auch gar nicht interessiert, die Geschichte noch einmal zu schreiben. Ich habe sie ja schon einmal erzählt. Und das ist für mich als Autor relativ uninteressant, es dann nochmal aufzuschreiben. Der umgekehrte Weg, beim Pfad zum Beispiel ist es ja, da hast du das Buch erst geschrieben, es war erfolgreich und dann kam irgendwie einer drauf und hat gesagt, das verfilmen wir. Und jetzt ist es in diesem Monat soweit, jetzt ist Premiere. Genau. Wie war das für dich? Ich glaube, das ganz gerade aus, ganz aufregende Zeiten. Der Preis, über den ich mich sehr gefreut habe, natürlich die Filmpremiere. Ja. Die guten Kritiken, die wir bekommen haben, das ist großartig, weil man weiß ja nie genau, man geht mit was raus und dann wartet man, gefällt das den Leuten oder finden die das ganz blöde? Aber wir haben ganz, ganz, ganz viel schöne Rückmeldungen bekommen. Sehr positive, genau. Und ich glaube, das ist für einen Autor oder eine Autorin das Größte, wenn du im Kino sitzt und auf der Leinwand laufen die Figuren, die du dir im Kopf ausgedacht hast und die reden sogar die Sätze, die du aufgeschrieben hast. Das ist schon ganz, aber man hat ja bestimmte gut. Erwartungen, wo man dann sagt, ist das so, wie ich es mir gedacht habe oder ist es doch anders und auch schön oder oh nee, das hätte anders sein müssen. Wie geht das dann, wenn du im Kinosessel sitzt und guckst? Dadurch, dass ich das Drehbuch ja mitgeschrieben habe oder geschrieben habe und dann eine Co-Autorin hatte, die ganz tollen Input noch gebracht hat, Jutta Merle-Börnsen, die wiederum die Ehefrau des Regisseurs ist. Oh. Kurzer Draht. Kurze Drehte, wusste ich, aber das ist, was wir uns ausgedacht haben, Jutta und ich, auch fast eins zu eins auf realisiert wird. Okay. Ich kenne eine Menge Kollegen, die sehr unglücklich sind mit den Verfilmungen ihrer Bücher. Aber ich bin absolut happy. Und es gibt welche, die sagen, das ist nicht mein Buch. Ja, und die Leute, die reden auch gar nicht mit uns. Ja, genau. Ist das ein Film? Ich kenne keinen Film. Da gibt es keinen Film. Tja, und jetzt die Frage nochmal zum Kinderbuchautor. Wir waren beim Drehbuchautor und jetzt also der Weg zum Kinderbuch da. Das ist ja auch nochmal ein Schritt. Genau. Und der ging bei mir, wie bei einigen Kolleginnen und Kollegen, auch über die eigenen Kinder. Ich hatte eine Geschichte, die ich für meinen Sohn ausgedacht hatte, habe die ersten 30 Seiten aufgeschrieben und mir aus dem Internet die 10 größten Kinderbuchverlage geholt. Oh, okay. Weil ich dachte, wenn die ersten 10 absagen, nehme ich die nächsten 10. Warum soll ich uns einfach? Ist auch ein Weg, okay. Und bekam natürlich ganz viele Absagen. Dann bekam ich von einem großen Verlag einen Brief, da stand drin, Herr Bertram, uns gefällt die Geschichte, wie Sie schreiben, aber die Art, wie Sie schreiben, gefällt uns nicht. Dann kam der nächste große Verlag, beide, mit denen ich inzwischen zusammenarbeite, Herr Bertram, uns gefällt der Stil, wie Sie schreiben, aber die Geschichte gefällt uns nicht. Und das zeigt da wird man unsicher. Nee, eigentlich gar nicht, weil das zeigt einfach, wie beliebig es am Ende dann doch, wie genau das, was man anbietet, in das Verlagsprofil passen wird. Und dadurch, dass ich schon Drehbucherfahrung hatte, wurde es natürlich ein bisschen ernster behandelt
weil man weiß, der Mann kann schreiben, lebt vom Schreiben, als wenn ich jetzt aus dem Nichts was geschickt hätte. Und dann gab es einen Verlag, der sagt, Herr Bertram, uns gefällt die Geschichte, uns gefällt die Art, wie Sie schreiben, und so kam das erste Buch. Und inzwischen schreibst du für viele Verlage, es sind weit mehr als 70 Bücher, das ist schon eine ganze Menge, oder? In einer relativ kurzen Zeit. Auf jeden Fall, es sind aber sehr, sehr viele Erstlesebücher dabei. Mhm. Und jeder, der die Erstlesebücher kennt, weiß, sie sind sehr dünn, sie haben wenig Wörter, große Bilder. Und natürlich, aber schwierig zu schreiben. Genau, man braucht nicht so wahnsinnig viel nicht Zeit dafür, aber es ist extrem schwierig, ein wirklich lustiges und unterhaltsames, spannendes Erstlesebuch zu schreiben. Da kann es viel leichter sein, wenn man 200, 300 Seiten Platz hat, als in der komprimierten Form wirklich noch was das es trägt. Sich auszudenken, was die Kinder auch begeistert und die wirklich Spaß am Lesen bringt. Du hast eine ziemlich große Bandbreite. Wenn man guckt, allein in diesem Frühjahr sind 3 Bücher von dir erschienen. Da haben wir hier die Glitzerbande, hilft immer, beim Südpol Verlag. Das ist für Jüngere. Wir haben hier die mega fette Beute, das ist eine Comic-Geschichte, wunderbar. Wo es, glaube ich, der zweite Band ist, ist auch schon von Horst Hellmeier illustriert, beziehungsweise hat er die Comics gemacht. Und hier Streuner für die ältere Lesergruppe. Gibt es da eigentlich eine Gruppe, wo du sagst, für die schreibe ich am Altersgruppe, für die schreibe ich am liebsten? Oder vielleicht ist die Abwechslung auch toll, dass ich sage, auch heute mal für die Jüngeren, heute mal für die Jugendlichen, heute mal. Oder was ist das bei dir? Das ist genau der Punkt. Ich lebe vom Schreiben. Ich habe das große Glück, seit einigen Jahren vom Schreiben leben zu können. Und ich habe ja trotzdem keine Lust, mich bei meinem Job zu langweilen. Mhm. Also versuche ich, in der Abfolge der Bücher, die ich schreibe, eben immer verschiedene Altersgruppen anzusprechen. Mal ein reines Bilderbuch, dann was für die 8- bis 10-Jährigen, dann was Ernstes für die ab 12-, 13-Jährigen, dann wieder ein Erstleser, sodass ich immer im Wechsel bleibe. Weil ich glaube, sonst hätte ich die Angst, dass ich immer dasselbe Buch schreibe, wenn ich immer nur für die 8- bis 10-Jährigen schreibe. Und ich glaube, ich würde mich dann auch irgendwann mal langweilen. Und durch diesen permanenten Wechsel der Genres und der Zielgruppen gehe ich dem ein bisschen aus dem Weg. Jetzt ist es ja oft ganz interessant, sozusagen aus den einzelnen Perspektiven der Figuren. Du hast immer wechselnde Perspektiven ja auch. Gibt es da jetzt, wenn wir nur mal die 3 nehmen, gibt es da sozusagen welche, wo du sagst, boah, das ist eine ganz spannende Perspektive irgendwie, die dir mehr liegt, oder wo du sagst, ach, da bin ich richtig stolz drauf, da ist mir echt was Gutes eingefallen. Da muss ich gleich nochmal weitermachen im nächsten Band oder in einem anderen. Ja, bei den spannenden, wenn es nicht spannend wird, will ich es nicht schreiben, weil ich absolut kein Interesse habe, mich bei meiner Arbeit zu langweilen. Deswegen habe ich für jedes Buch wieder einen anderen Ansatz. Bei Streuner war es so, es ist eine Dystopie und es ist auch mein erster Hunderoman. Und das Buch wird aus 2 verschiedenen Perspektiven erzählt. Einmal die Perspektive eines Mädchens, die mit dem Bruder allein durch eine ziemlich zerstörte Landschaft läuft, und aus der Sicht eines Hundes. Das fand ich spannend, weil sie natürlich auch nicht gleich reden konnten. Also ein Kapitel wird von dem Mädchen erzählt, eins von dem Jungen, von dem Hund. Und die dürfen ja nicht die gleiche Sprache haben. Also muss ich eine Sprache erfinden, die sehr reduziert ist, in der Hund dann spricht, dass man auch sofort, wenn man es aufschlägt, weiß man sofort, da spricht der Hund, da spricht das. Das ist eine Herausforderung. Das war eine Herausforderung. Das fand ich auch spannend, diese Herausforderung anzugehen, was ich vorher noch nicht gemacht hatte. Und das finde ich eigentlich immer spannend, was zu machen, was ich vorher noch nicht gemacht habe. Das war bei Mega fette Beute auch so. Horst Hellmeier, ganz toller Illustrator aus Österreich. Mhm. Der zweite Band, es ist ein reines, ich halte mal die Kamera, es ist ein reines Comic. Es kommt kein Fließtext vor. Und ich habe hier praktisch ein Drehbuch geschrieben für ein Kinderbuch. Und Horst war gleichzeitig Regisseur und Kameramann und hat die Bilder umgesetzt in Comic. Wir waren übrigens zwischendurch gar nicht sicher, ob der Überreuter Verlag weiß, dass er einen reinen Comic bekommt. Irgendwann gab es so eine Mail, wo ich schrieb, weiß unsere Lektoren. Wo ist denn der Text? Wo ist denn weiß unsere Lektoren eigentlich, was wir hier gerade tun? Aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und die Resonanz war auch. Es ist ja auch der zweite Band. Insofern ist davon auszugehen, dass es erfolgreich ist, auch der erste gewesen. Und du hast ja mit Cool Man, hast du ja auch eine Figur geschaffen. Ich glaube, so das würde ich jetzt sagen, also wenn man sagt Rüdiger Bertram, dann sagen alle Cool Man. Also das ist so die Figur, die man sofort verbindet mit 7 oder 8 Bänden inzwischen. 8 Bänden, wo du mit Herbert Schulmeier zusammenarbeitest. Wie ist da die Zusammenarbeit? Also geht das manchmal so ein bisschen Ping-Pong, man hat Ideen, oder sagst du, ich bin der schreibt mal zuerst den Plot und dann muss er gucken, oder er sagt, ich hätte da was, arbeite mal aus? Also Heribert und ich, das ist eine besondere Beziehung, weil wir wohnen im selben Haus oder wohnten im selben Haus.
Und wenn ich eine Idee für ein neues Buch hatte, nachdem wir uns dann kennengelernt hatten, wir haben lange Zeit, wie man so im Haus nebeneinander wohnt, man trifft sich am Briefkasten, schönes Wetter heute, und wieder nur Rechnungen. Mhm. Aber irgendwann saßen wir bei einem Hausfest nebeneinander. Und wusstest du, was er überhaupt macht? Nein, wusste, du wusstest gar nicht. Und er wusste nicht, was ich mache. Ah, okay. Und dann so, was machen Sie denn, was machen Sie denn? Ach, ich zeichne, ich schreibe. Und dann haben wir versucht, zusammen was zu machen. Wir haben die gleiche Art von Humor, was ganz wichtig ist. Oh, das, ja. Und passt bei Coolman wunderbar zusammen. Ne? Ohne Humor funktioniert Coolman nicht. Ja. Genau. Und haben dann angefangen, zusammen Bücher zu machen. Bis heute ja ganz, ganz viele Bücher. Ja, ja. Jetzt wohnen wir nicht mehr im selben Haus, aber immer noch auf derselben Straße, so 200 Meter entfernt. Also mit einer Flasche Wein abends kann man anklopfen. Na, natürlich nur Traubensaft. Traubensaft, das ist klar. Nein, wir haben tatsächlich eine kleine Weinstube bei uns um die Ecke, wo ganz viele Bücher schon entstanden sind. Ah, okay. Also eine kreative Ecke sozusagen, genau. In Köln. Genau, die Frage nochmal, es geht dann bei Heribert, ist es tatsächlich ein Zusammenspiel. Mhm. Und deswegen steht bei den Büchern, die wir zusammen machen, auch quasi als Slogan oben drüber nicht nur Rüdiger Bertram, sondern Bertram und Schulmeier, weil das nicht zu trennen ist. Wie eine Company sozusagen. Genau. Eine Marke. Als Marke, als Firmenlogo. Ja, und dann haben wir noch hier in einer ganz anderen Perspektive sozusagen, bei der Glitzerbande. Wer mich kennt und wer mir vielleicht schon ein bisschen gefolgt ist auf Social Media, weiß, dass ich immer ein großer Einhornhasser war. Und deswegen war das Einhornbuch völlig überfällig. Und es war aber auch klar, ich kann nicht nur ein Buch über ein lustiges kleines Einhorn machen, was über die Wiese springt. Das kann man nur ironisch brechen. Und da haben wir gesagt, wir packen alles zusammen. Die Glitzerbande besteht aus einem Einhorn, einem Lama, einem Faultier und einem Flamingo. Genau. Mhm. Und die Glitzerbande hilft Kindern in Not. Es geht aber immer alles völlig daneben. Und das Schöne war, ich habe jetzt hier auf der Lesereise, die ich gerade mache, hier rund um Baden-Baden, die allerersten Lesungen aus der Glitzerbande gemacht. Und das Schöne war zu sehen, dass die Kinder das kapieren, dass man mit diesen Figuren spielt, dass man das nicht ernst nimmt, diese ganzen Trendtiere, sondern auch die kleinen zweite Klasse lesen die Ironie oder hören die Ironie da schon ganz gut durch. Das ist der Auftakt von einer Reihe. Erstmal noch nicht. Erstmal ist es nur ein Band, den ich gerne machen wollte. Ah, okay. Man weiß ja nie, was passieren wird, aber erstmal. Ich finde, das klingt sozusagen nach mehr. Die Glitzerbande kann noch viele Abenteuer. Ja, irgendwie schon, ne? Das ist mit der Bande so schon angelegt. Und die Bilder muss ich noch sagen, weil ich immer ganz wichtig finde, die Illustratoren dazu zu nennen, das ist Sonja Kurzbach. Mhm. Eine Berliner Illustratorin, die ganz tolle Figuren hier erschaffen hat. Was macht überhaupt ein Lesekünstler? Was muss der eigentlich alles können oder eine Lesekünstlerin? Es sind so äußere Kriterien, wie dass man einen zuverlässigen Partner natürlich braucht, der auch wirklich zu den angebotenen Zeiten dann da ist. Aber ganz wichtig ist eben, man muss lesen können, aber auch vielleicht ein bisschen, nicht unbedingt schauspielerisch, aber eben auch sein Werk toll vortragen können. Und vor allem, man muss auf die Kinder eingehen können und wirklich auf Augenhöhe den begegnen und auch unterschiedlichen Altersstufen. Also auch für Fragen offen sein, ja, und zur Verfügung stehen als Person. Genau, genau. Und sich auch, ja, und einfach auch wirklich nahbar sein. Das ist, glaube ich, gerade für die Kinder auch sehr, sehr wichtig. Und gleichzeitig muss er aber auch ein gutes Werk haben. Er muss schreiben können, oder? Ja, sonst, ja. Wobei, manche Autoren können toll schreiben, aber können nicht lesen. Ja. Also von daher, man muss eben beides können. Und man muss ein literarisches Werk haben, was auch was bietet, ja, was sich einfach auch für viele Altersstufen eignet und wo ich ganz viele Kinder abholen kann und begeistern kann. Und das muss dann tragen, wenn man dann nämlich eine tolle Lesung hatte und man geht mit dem Buch nach Hause, dann muss es weiterhalten. Ne? Ja, das muss unbedingt weiterhalten und es darf nicht aufhören, nur weil die Person nicht mehr dabei ist, sondern die Geschichte muss tragen. Das ist natürlich erstmal das ganz, ganz Wichtige.